Wir sind heute hier in der zentralen Technik der Universität Bayreuth in einer Anlage, die das innovative Kraft-Wärme-Kopplungssystem der Zukunft darstellt. Wir nehmen heute hier bundesweit die erste innovative Kraft-Wärme-Kopplungsanlage in Betrieb. Und das ist ein toller Abschluss für unsere Roadshow zur KWK, zur Kraft-Wärme-Kopplung. Und darauf sind wir sehr stolz. Das ZDT ist erstmal sehr froh, hier an der Universität Bayreuth das Projekt nicht nur beobachten zu dürfen, sondern aktiv in der wissenschaftlichen Begleitung integriert zu sein. Denn es ist ja auch ein Beitrag zur Nachhaltigkeit und der Green Campus wird an der Universität Bayreuth großgeschrieben. Und da sind wir froh, dass wir hier eine aktive Rolle im Projekt spielen dürfen. Wir machen das zusammen mit unseren Partnern, den Stadtwerken Bayreuth natürlich und der OTH Amberg-Weiden. Und unser Part in dem Projekt, der Part des Zentrums für Energietechnik, ist die Analyse und Beobachtung der Wärmepumpe und hier eben die bessere Integration in das Gesamtsystem, das Ableiten von Handlungsempfehlungen für zukünftige Projekte. Das ist der Kern unserer Aufgabe. Und da ist natürlich immer schön, als Wissenschaftler auch aktiv in eine reale Anlage schauen zu können und nicht nur theoretisch im Labor oder anhand von theoretischen Simulationen zu forschen, sondern hier findet reale Anwendung statt. Der erste Start bundesweit ist ein Leuchtturmprojekt insgesamt, bedeutet aber auch, dass man neue Erkenntnisse sammeln muss. Also wir sind zwar stolz drauf, dass wir jetzt diesen Meilenstein hier setzen konnten, aber es muss weitergehen. Wir wissen alle, was CO2-Vermeidung, wie schnell wir da weiter vorankommen müssen. Das heißt, wir haben über dieses Projekt noch ein weiteres gelegt. Wir haben mit Förderung des Bayerischen Wirtschaftsministeriums ein Forschungsprojekt aufgesetzt. Wir wollen wissen, wie sind die Energieströme innerhalb des IKWKS, was kann man optimieren, wie spielt es mit großen Anlagen zusammen. Speziell wollen wir auch auf die Wärmepumpen eingehen, was kann da noch optimiert werden, was dann noch weitere Ansätze sind. Hier speziell an diesem Ort, an der Universität in Bayreuth, wollen wir weitere Anlagen, wir haben ja zwei Wärmekraftzentralen, wollen wir verschiedene Aggregate ansprechen, das heißt intelligent miteinander verknüpfen, also sprich Stichwort Merit Order, was ist das wirtschaftlichste Aggregat, was ich im Moment anspreche für die Erzeugung, die ich gerade brauche. Und diese ganzen Erkenntnisse, die wir uns daraus erhoffen, die wollen wir dann wieder umsetzen in neue Projekte. Ist für uns in Bayreuth natürlich ein Gebiet, eine Arealerschließung, wärmetechnisch auch eine große Herausforderung, wenn man CO2-Reduzierung mit angreifen will. Auch da müssen wir komplett umdenken. Wir sind ja gekommen von Kessel, wir sind gekommen Kessel und BRKW, dann haben wir Schwerpunkt auf BRKW gelegt, jetzt kommt BRKW mit Wärmepumpe und mit Power to Heat, also IKWKS in dem Fall. Und es wird wohl meiner Meinung nach immer stärker in Richtung Wärmepumpen gehen. Und auch das wollen wir in den Bereich Gebietsareale, Stadtareale mit rübertragen, so dass wir also da einen Fokus auf Wärmepumpen legen, um da schnell voranzukommen in dem Thema CO2-Reduzierung.